Es ist der 29. Dezember 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wir kommen an diesen vorvorletzten Tag des Jahres noch einmal zusammen und schauen mal auf das, was gerade aktuell passiert. Und wenn ich wir sage, meine ich damit zunächst einmal die liebe Claudia. Hallo Claudia. Hallo. Und dabei ist der Lars. Hallo Lars. Schönen guten Abend allerseits. An den Reglern, wie immer, unser unverzichtbarer Gast. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und ein Gast aus dem Maschinenraum, auch aus dem Maschinenraum, ist zu uns gekommen, nämlich der Sascha. Guten Abend, Sascha. Guten Abend. Und warum wir hier am 29. Dezember hocken, das hat damit zu tun, dass gerade jetzt in Leipzig hätte sein sollen der Chaos Communication Kongress, der aber dieses Jahr nicht stattfindet, aus bekannten Gründen, nämlich, also für alle die, die es in 500 Jahren hören, wir leben gerade in einer Pandemie, ein Coronavirus macht die Runde um den Globus, deswegen ist es nicht sinnvoll, dass 17.000 Menschen an einem Ort zusammenkommen, deshalb gibt es eine Remote-Veranstaltung und vor 2 Tagen um 12.20 Uhr klang das deswegen so. Genau, eine Remote Chaos Experience oder kurz RC3 hat gestartet um 12.20 Uhr. Claudia, warum diese komische Uhrzeit? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Du bist doch Teil der Orga, also bitte. Ja, aber beim Fahrplan war ich tatsächlich nahezu gar nicht beteiligt. Wir haben allerdings dieses Jahr, ich weiß nicht, viele haben das ja über die letzten Jahre schon mitbekommen, es gibt ein ganzes Teil so Community-Bühnen, halt auch schon in Leipzig vor Ort, Chaos West als eine der größten, die da waren. Und dann gab es halt auch noch so kleinere Bühnen halt in diversen Assemblies. Und das haben wir dieses Jahr jetzt ein bisschen größer gemacht. Es gibt keine eigenen Bühnen für RC1 und RC2, was die beiden offiziell kuratierten Streams sind, sondern es gibt insgesamt, ich glaube, 25 Studios deutschlandweit und eins davon auch in der Schweiz, die quasi das gesamte Vortragsprogramm gemeinsam produzieren. Also sowohl für RC1 und RC2 als auch für die ganzen independent kuratierten Programme der einzelnen Assemblies und Bühnen, also Studios. Genau. Ich bin da mit der Diktion, ich bringe das auch immer noch ein bisschen durcheinander. Das Setup ist auch gar nicht ganz so einfach. Das glaube ich sofort. Genau, also es gibt dann halt Vortragende vom Hauptprogramm, die von diversesten dieser 25 Studios eben produziert werden. Produziert heißt, dass die meisten davon tatsächlich zu Hause sitzen. Einige wenige, die sehr, 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 sehr viel Platz haben, sind mit sehr, 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 sehr wenig Leuten vor Ort und können dann halt auch eine Vor-Ort-Aufnahme machen. Aber die meisten streamen tatsächlich von zu Hause aus. Genau. Und deswegen ist das Programm so, wie es ist. Und deswegen kam das Programm auch so spät, wie es kam, weil eben dieses Setup doch sehr kompliziert und komplex und umfangreich ist. Genau. Aha, dann heißt also dieses RC, die 3 beim RC ist also jetzt nicht Liedsprache, sondern es ist quasi der dritte Track, der Community-Track oder was? Nee, eigentlich ist nur das RC1 und RC2 hat sich gerade dann so ergeben, so das erste, das zweite und das Ganze halt bei der Remote Chaos Experience. Also RC3 ist eigentlich so
das Lead Speak für Remote Chaos Experience, also eigentlich ein gedrehtes E. Ja, genau. Also das sollte man vielleicht erklären. Richtig, genau. Ja, also ihr habt also versucht, ich sag mal ihr, weil ich spreche dich jetzt mal als die Vertreterin der Gesamtorga an sozusagen. Ihr habt also, ich hoffe, das kann ich abbilden. ich habe mir gedacht, was ich sage, ist halt auch meine persönliche Perspektive auf alles. Also es ist natürlich alles super. Riesig. Ja, du hast das gestern Abend ja schon so schön gemacht, als der Simon dich und den David Negrier interviewt hat, der einer der Entwickler von Coding Machine ist, die das Work Adventure, also die Fläche, auf der diese ganze Veranstaltung stattfindet, entwickelt hat. Und da hast du das ja auch nochmal, hast du das ja gestern schon schön erzählt, allerdings auf Englisch. Und da habe ich mir gedacht, du könntest das eigentlich heute auf Deutsch nochmal sagen, damit ich das auch verstehen kann, was du da erzählt hast. Deswegen spreche ich dich als Orga-Mitglied an, quasi für die Hauptorga. Und der Sascha, den können wir nachher ansprechen für die Teilorga-Sendezentrum. Und Lars, Sebastian und ich, wir sind einfach nur Zuschauer. Wir können dann unseren Dev von der anderen Perspektive dazugeben. Obwohl, bei Sebastian bin ich mir nicht so sicher, ob der nicht auch im Maschinenraum gesteckt hat irgendwo. Hast du, Sebastian? Nein, in der Tat nicht. Also ja, gestern hatte ich noch einen kleinen Einsatz, aber ansonsten hatte ich jetzt nicht ganz so viel. Wir haben ihn zur Hilfe gerufen. Da kam er mit einer mobilen Kabeltrommel und hat alles gerichtet. So ähnlich. Feuerlöscher. So wie wir ihn kennen. Also gut, fangen wir doch mal vorne an, Claudia. Also, ihr habt versucht, das, was wir als Chaos Communication Kongress kennen, dieses Gewimmel auf den Fluren, dieses zufällige Treffen, dieses Community Building irgendwie digital abzubilden. Also die Vorträge und so weiter, dass da jemand steht und mit Folien irgendwas erzählt und so weiter, das ist ja relativ einfach. Die kann man ja auch normalerweise beim Analogkongress kann man das ja auch verfolgen von außen. Aber dieses Erlebnis vor Ort zu sein, das habt ihr versucht irgendwie abzubilden. Und wie habt ihr das gemacht? Also es gab halt schon über das ganze Jahr, ich glaube ab Februar gab es halt Geekends, also Weekends mit Geeks, wo wir, also halt auch remote natürlich, wo wir uns dann halt ein Wochenende lang mit Menschen getroffen haben, halt aus diesen ganzen verschiedenen Gewerken der Kongressorga. Ich habe da die letzten Jahre ja Assembly-Team gemacht, also diese ganzen Assemblies, die sich anmelden, diese vorangemeldeten Gruppen, denen dann vor Ort zu Tischen und Stühlen und Platz und so weiter zu verhelfen und Strom und Internet und so. Das Assembly-Team ist halt eins von sehr, sehr vielen Teams, die halt daran mithelfen, dass überhaupt dieser Kongress stattfinden kann. Und wir haben uns dann halt getroffen in diesem Online und haben drüber diskutiert, viel diskutiert, sehr viel diskutiert, was man denn jetzt tatsächlich machen könnte. Und dann wurde dieses Geschehen da draußen immer schlimmer und irgendwann so im Mai war dann relativ klar, okay, so wie immer wird das dies Jahr nichts. Und im August haben wir dann tatsächlich die Entscheidung getroffen, wir versuchen das. Wir versuchen es, das irgendwie online abzubilden. Und für mich persönlich war tatsächlich das Podstock der ausschlaggebende Punkt, weil das Podstock es so unglaublich gut geschafft hatte, dieses Community-Feeling auch im Netz abzubilden. Und wow. Das hat mir dann so viel Mut gegeben, dass ich dann halt auch als eine von einigen, ne, also es waren einige Leute, die da zusammenkamen, also waren da irgendwie, weiß nicht, so 30 Leute oder so immer. Und ging dann halt auch immer viel hin und her, Vorteile, Nachteile und so weiter. Es waren wirklich harte Diskussionen und dank Podstock war für mich dann auch klar, nee, das ist machbar. Und dann haben wir gesagt, aber wir kriegen nicht diesen Kongress ins Netz. Das geht nicht. Ja, also ja. Das kann man gar nicht machen. Also das war auch nie Ziel der ganzen Sache, sondern wir haben gesagt, das wird kein Kongress, sondern das wird was Eigenes. Deswegen heißt es auch nicht Congress, sondern RC3, also Remote Chaos Experience, Komma D im Übrigen. Und da war dann auch klar, okay, wir versuchen was Eigenes daneben zu stellen. Und hatten dabei so im Kopf, als der Knut und ich dann irgendwann auch mal im August, Anfang September dieses Konzept geschrieben haben, so eine
4 Tage richtig coole LAN-Party, wo man hinterher mit großem Pizza-Overflow, viereckigen Augen und completely sleep-deprived halt rausgeht und sich denkt, okay, es war geil. Und das war das, was wir so vor Augen hatten, als wir das Ganze geplant haben. Und erstaunlicherweise, ich bin wirklich erstaunt, sind wir relativ dicht dran an dem, wie wir uns das vorgestellt haben. Nur tatsächlich sehr, sehr, sehr viel größer. Ja, wie viele Menschen sind denn, oder wie viele Tickets habt ihr denn jetzt eigentlich ausgegeben? Also ich kann das überhaupt nicht einschätzen. I can neither confirm nor deny. Also viele auf jeden Fall. Also wir sind da bei, weiß ich nicht, deutlichem Faktor drüber, über dem, was wir ursprünglich mal angedacht hatten. Unsere ursprüngliche Idee war halt mal, naja, vielleicht so 500 Leute parallel auf der Plattform. Okay. Und das war so die Ausgangsüberlegung, nachdem halt auch tatsächlich sehr viel Leute gesagt haben, nee, das ist online, das interessiert uns nicht, das kann nichts werden, ihr kriegt den Kongress nicht ins Netz, was ja auch nicht das war, was wir vorhatten, ne? Und ja, und deswegen haben wir halt da eigentlich relativ klein geplant, also so klein sind 500 Leute jetzt auch wieder nicht für eine Online-Veranstaltung, aber ja, und jetzt sind wir aber da sehr deutlich drüber. Ja, muss ja, denn also als ich mein Ticket gekauft habe, da stand irgendwo in der Warteschlange, ich glaube eine vierstellige Anzahl Menschen war vor mir dran oder so. Also das müssen ja dann mindestens dann an dem Tag mindestens mal 1000 dann gewesen sein und vermutlich waren es sogar mehr. Also sehr faszinierend das Ganze. Ja, vielleicht sollten wir das mal allen Hörenden, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden, mal ganz kurz beschreiben, wie sich das so als anfühlt. Wenn man da jetzt auf dieses Event sozusagen draufstößt. Lars, kannst du das vielleicht mal kurz erklären, wie das für dich so ausgesehen hat, als du so draufgeklickt bist? Ich weiß nicht, ob ich im Moment genau der Richtige bin, den RC3 in Worte zu fassen, aber denn ich habe lange nicht so viel Zeit verbringen können dort, wie ich das gern gewollt hätte. Aber was ich eben erlebt habe, war, dass ich mit meinem Ticket, mit dem Button da gefolgt bin, habe mich registriert und bin dann eben in diese zweidimensionale Welt gekommen, die ein bisschen an ja alte Computerspiele oder Konsolenspiele erinnert. Und dort kann man sich dann eben mit einem selbstgestalteten Avatar, mit so einem kleinen Mannequin oder Frauchen oder Diverseken, durch diese Welt bewegen, sich ein bisschen, also diesen Avatar selbst gestalten und dann eben sich wirklich in einer extrem umfangreichen Map, in einer extrem umfangreichen Welt fast verlieren. Und ich glaube, ich habe bislang nur einen Bruchteil davon gesehen, was eigentlich dort überhaupt möglich ist. Hast du denn irgendeine Vorstellung, wie das Gesamtbild eigentlich aussieht? Also ich frage, weil ich nämlich überhaupt keine Vorstellung hatte. Und wenn ich nicht jemand im Ohr gehabt hätte, der mir gesagt hat, guck mal, du kommst hier rein, quasi in die Lounge, also in den Startbereich, da musst du einmal ganz nach oben gehen, dann nach links, dann ganz nach unten und kurz bevor es nach ganz unten geht, nach rechts und dann nochmal nach unten und da findest du das Sendezentrum, beziehungsweise die TARDIS, die dann das nächste Blatt aufmacht und dann komme ich ins Sendezentrum. Da hätte ich ja alleine nie hingefunden. Und ich bin gestern auch mal an anderen Stellen so ein bisschen rumgelaufen, bin dreimal irgendwo getötet worden oder irgendwie hängen geblieben, kam nicht wieder weg. Ich bin ja jetzt kein so ein Spielernatur, von daher hatte ich so ein bisschen irgendwann so den Spaß verloren und gesagt, jetzt gehe ich einfach den Weg, den ich kenne, alles andere ist mir egal, weil es mir einfach komplett, ich ging über meinen Verstand hinaus. Gestern Abend habe ich dann gesehen, dass es irgendwelche Menschen gibt, die das versuchen nachzuzeichnen. Also es gibt irgend so ein Projekt, Miro oder so ähnlich, habe ich da gesehen oder so eine Plattform, auf der das wohl nachgezeichnet wird. Da habe ich zum ersten Mal so einen Adlerblick auf dieses ganze Ding da gehabt und gesehen, ja. Es ist sogar symmetrisch angelegt. Also da haben sich Menschen richtig was dabei gedacht. Tatsächlich ja. Wo kommt der Plan denn eigentlich her, Claudia? Der Plan, also jetzt das ganze Kartenlayout kommt von den Menschen, die diese Map
gebaut haben, beziehungsweise die dieses im Hintergrund läuft ein Work Adventure, hattest du vorhin schon gesagt, das ist eine Software. Wir hatten zu Beginn eine ganze Menge unterschiedliche uns angeschaut gehabt, also Menschen, die sich damit gut auskennen, nicht ich, haben dann halt so abgewogen. Und es gab dann zum Beispiel auch Mozilla Hubs und so, das ist so eine 3D-Variante, und das haben wir dann relativ schnell ausgeschlossen, weil es einfach sehr ressourcenverschwendend ist. Und uns klar war, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Leute, die gerne halt dann wohl teilnehmen wollen würden, sitzen möglicherweise bei ihren Familien, wenn denn halt ein Familienbesuch möglich ist, irgendwo in der Pampa fest bei 4 Mbit. Und da können wir das dann halt einfach nicht spielen. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was halbwegs ressourcenschonend ist. Und dann gab es halt noch so eine Auswahl von 1 bis 2 Handvoll unterschiedliche 2D-Optionen. Und auf das Work Adventure ist die Auswahl dann letztlich gefallen. Und die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, im Übrigen halt auch ein sehr, sehr kleines Team, das erst ganz kurz vor der RC3 dann halt auch noch Verstärkung bekommen hat für Rollout und so weiter, die haben dann auch diese ganze Map gebaut. Und meine erste Reaktion, als ich sie das erste Mal gesehen hatte, dieses Layout, war: okay, das mit diesen Wegzeiten aus Leipzig habt ihr schon mal gut hinsimuliert. Ja, stimmt. Also es war großartig. Und wir haben aktuell, also es sind knapp 300 angemeldete Assemblies, wie gesagt, diese alle aus diesem Chaos-Umfeld, die sich mit Gruppen angemeldet haben, die gerne was beitragen möchten. Moment, haben die dann auch alle, habt ihr dann 300 Maps, also Submaps? Nee, das wäre der nächste Satz gewesen. Entschuldigung. Gar kein Ding. Halt mich zurück, vielleicht. Nein, doch nicht. 172 Assembly-Maps. Und also das Sendezentrum ist eine davon, ne? Und dann gibt es von der Privacy Week eins, und es gibt vom MetaLab, von allen möglichen, von den Hexen gibt es halt Maps, die dort eingebunden sind. Und dazu kommen dann halt noch diese etwas größeren Maps wie Lounge und die verschiedenen Lobby-Instanzen, genau. Wow. Es ist groß. Kann man das überhaupt in 4 Tagen erforschen? Wahrscheinlich genauso wenig wie die Analogveranstaltung. Also die es ja nicht wirklich kopieren soll. Also es ist ja so ein bisschen auch zweischneidig, ne? Also ihr wollt ja das Kongress-Feeling vielleicht nachbauen, aber den Kongress selber nicht. Kann man das sagen? Genau. Kann man das so sagen? Und im Übrigen ist auch auf der Webseite, also wenn man auf rc3.world geht und da, also Plattform, dann gibt es halt diese 3 Bereiche, ne, und auf dieses, was so rechtslich geht dann und so mintgrün ist, Community Content, da kommt man dann auch zu einer Assembly-Liste, und bei diesen Assembly-Listen sollte eigentlich auch hinterlegt sein, wo die Map, wo diese Assembly gegebenenfalls auf dieser Map zu finden ist. Also da sollten Direktlinks eigentlich auch sein. Aber es kann sein, dass ich jetzt auch gerade was Falsches sage, aber eigentlich wäre das so. Ich bin bisher nicht über rechts, sondern über, das sind ja 3 so Kästchen, und du hast gerade das Rechte besprochen, und ich bin über links gegangen, wo, glaube ich, die Liste der Assemblies ist, und dann habe ich das Sendezentrum gesucht und kommt dann über da, kann ich auch direkt auf die Map vom Sendezentrum springen. Ich muss nicht immer diesen weiten Weg machen, obwohl der inzwischen, also Ich werde besser mit den Cursor-Tasten rauf und runter. Ich sehe zwar Avatare, die mit einer unglaublichen Geschicklichkeit da durchlaufen, wo ich dann auch denke, ja, okay, jahrelanges Training zahlt sich wohl aus. Ja, die funktioniert auch, ja. Mein Avatar läuft gerne mal irgendwo hin, wo ich gar nicht will, dass er hinläuft, und manchmal lässt er sich auch nicht mehr einfangen, dann rennt er einfach immer weiter, aber ich habe gehört, das ist ein kleiner Bug im Firefox, und ich muss einfach dann 2-mal den Knopf drücken, der Richtung, wo er hinläuft, dann bleibt er stehen. Das muss man nur wissen, das ist ganz einfach dann. Okay. Ja. Sebastian, wie weit bist du denn gekommen? Ja, ich habe mich auch einmal kurz umgeschaut, aber zeitlich war dann auch wie beim Lars nicht viel mehr drin. Das hat sich leider nicht so ergeben, und genau, mit Shift kannst du im Übrigen noch schneller laufen und dich verirren, wenn du das vielleicht probierst. Renn ich noch schneller vor die Wand, sehr gut. Ja, das ist ein Trick, der wurde gestern, glaube ich, auch verraten von dem David, denn wenn man
wenn man langsam an Menschen vorbeigeht oder an anderen Avataren, wird mit diesen Menschen eine Video- und Audio-Verbindung aufgebaut. Das heißt, es macht wirklich Ping-Ping und dann hat man die quasi als Gesprächspartner auf einem Teil des Bildschirms. Und eigentlich will ich gar nicht mit allen immer gleich ins Gespräch kommen, sondern ich möchte einfach nur vorbeilaufen. Heute Nachmittag kam über Twitter so ein Vorschlag, dass man noch so einen norddeutschen Modus da einbauen könnte, wo man einfach nur so still nickt oder wenn man euphorisch ist, dann so ein leises Moin sagt und erst nach ein paar Minuten diese Audio-Video-Verbindung aufgehen könnte. Also das ist noch so ein Feature-Request, finde ich irgendwie sehr witzig. Man kann das tatsächlich auch abschalten. Also gestern habe ich dann erfahren, das kann man auch. Also es ist ein ständiges Dazulernen, das ist sehr, sehr witzig. Also es ist nicht nur ein Wechsel der Location, sondern letztendlich auch ein Teil, also ein Wechsel oder Teilwechsel der Möglichkeiten der Interaktion, ja. Ja, also es ist natürlich schon so, ne, dass ich im realen Leben, in der analogen Welt, wenn ich irgendwo über den Flur gehe, dann sehe ich natürlich auch, da kommt mir einer entgegen und ich grüße da vielleicht, aber direkt eine Ansprache würde ich jetzt nicht unbedingt bei jeder Gelegenheit machen. Bei manchen schon, wenn man die vielleicht endlich mal getroffen hat, wo man sie tagelang gesucht hat. Bei den allermeisten aber wahrscheinlich eher weniger. Und mir ist es ehrlich gesagt ein kleines bisschen peinlich, wenn ich jemandem so nahe gekommen bin, dass die Videoverbindung hergestellt wird, sein Gesicht leuchtet gerade auf meinem Bildschirm und dann renne ich schnell weiter und dann ist es wieder weg. Es ist ja gut, so. Wobei der David ja auch gestern erzählt hat, dass sie das ja mal ausgelegt hatten für viel, viel kleinere Zusammenkünfte. Ne? Also halt so mit ein paar Leuten aus dem eigenen Büro oder halt mal irgendwie vielleicht so ein bisschen firmenweit, aber halt nicht für ein paar tausend Leute. Also dass das überhaupt auf ein paar tausend Leute skaliert, ist jetzt halt auch ganz viel Magic, beziehungsweise ganz viel Können der Leute, die da jetzt auch viele, viele Wochen und Monate reingesteckt haben, das jetzt so hinzutweaken, wie das jetzt halt auch gerade für die RC3 läuft. Ja, bei den URL-Adressen taucht immer wieder ein AT auf. Ist da Österreich ganz weit vorne oder hat das irgendwie andere Bedeutung? Da muss ich gerade sagen, bin ich gerade raus, aber mit Österreich hat das, glaube ich, nichts zu tun, sondern ist eher dieses Ad irgendwo, also wahrscheinlich eher Koordinaten in diesem Map-Dings. Ah, okay. Schätze ich. Ja, auch ist ja ganz egal. Also es ist ja sowieso faszinierend. Also am Starttag, da ging es erstmal irgendwie nicht. Also wir haben uns die Opening von Blubbel moderiert. Ich kenne Blubbel nicht, aber ich fand das so toll, was da gemacht wurde. Selten, dass ich von der ersten Veranstaltung oder von einem ersten Eindruck so mitgenommen war. Ich habe zwischen Lachen und Weinen habe ich irgendwie alles erfahren. Also vom kurzen Jahresrückblick mit all seinen Tragödien bis zu völlig absurden Einspielern. Großartig, wo Menschen Festplatten desinfizieren oder ich weiß nicht, den Himmel klar melden. In bester Kleidung, aber untenrum dann doch nichts. Ne? Also herrlich, wunderbar. Großartig gemacht. Ganz der Himmel großartig, hat halt auch keine Termine. Und die Blubbel ist im Übrigen die Einsatzleiterin vom CERT, was halt beim physischen Kongress und halt bei den Chaos-Veranstaltungen das Medical Team ist. Das ja, fanden wir Stelle für 2020 durchaus angemessen auch. Ja. Ja, es kamen ja auch einige Personen aus dem Gesundheitswesen zur Sprache und das ging mir schon ziemlich nah. Also was die da geschildert haben, das ist genau das, was ich zwar nicht aus erster Hand weiß, aber aus allen Berichten, die ich so mitbekomme, das ging mir schon ziemlich nah zu sehen, wie die Leute da wirklich auf dem Zahnfleisch laufen und trotzdem versuchen, das Beste zu geben, was sie eben geben können in dieser Situation. Gleichzeitig hast du gerade jetzt im Moment die Berichte von Menschen, die in die Skigebiete fahren und da massenhaft ihrer Freizeit nachgehen und sich um Infektionsschutz einfach gar nicht kümmern. Dieser Kontrast ist wirklich schwer auszuhalten. Also das ist wirklich schwer zu ertragen, finde ich. Aber gut. Wir versuchen ja, wenn wir auf den Kongress gehen, die wirkliche Welt so ein bisschen hinter uns zu lassen. Und das gelingt ja zumindest in Teilen auch. Ich merke, dass ich also dieses
dieses Reinfallen können in die Veranstaltung, was ich kann, was ich jetzt zum Beispiel 2 Jahre in Leipzig gemacht habe, aus der Welt sein, in einer anderen Welt komplett drin sein, das gelingt mir dieses Jahr nicht so. Ich bleibe hier schon im Alltag hängen. Also die Imagination hat bei mir schon Grenzen. Aber ich bin auch nicht ständig in diesem System. Du bist mehr drin, ne? Wie ist das denn bei dir? Meinst du mich gerade? Ja, Claudia. Hm. Ja, also ich, für mich ist das wirklich, also ich kriege von meinem Zuhause rundherum nicht so viel mit. der Fellow Nerd ist total freundlich und schiebt mir gelegentlich was zu essen dann hier so neben dem Bildschirm. Und dann, wir haben halt, oder halt auch die meisten Teams, die jetzt halt auch wirklich dran hart mitarbeiten, dass diese Veranstaltung läuft und über die 25 Bühnen geht, die sitzen, glaube ich, die ganze Zeit primär vor ihren Rechnern und sehen eigentlich die meiste Zeit halt entweder Videokonferenzen, Audiokonferenzen, halt über Mumble oder ja, ganz selten gelegentlich auch mal diese 2D-Welt, aber das ist dann meistens eher ein kurzer Rundgang oder mal zu schauen, ob wenn irgendwo was gemeldet wird, ob das so gehört und so weiter, ja. Ja, ich lese gerade hier. Schon eher mittendrin. Ich lese gerade im Chat, der J4ND4LF schrieb, der Welt den Rücken zudrehen, wenn man sich an den Schreibtisch setzt, funktioniert gut. Na, prima. Also da ist eine positive Rückmeldung. Wer aber auch ganz tief eintaucht, ist der Sascha. Nämlich, ich habe vorhin gesagt, du sitzt im Maschinenraum. Du hast die Teilmap des Sendezentrums mitgestaltet. Zusammen mit dem Simon Dückert, der die Hauptorganisation übernimmt, dem Tom aus Ulm, der Technik macht, und du, ihr drei, seid, glaube ich, die Stützen dieses ganzen Dings. Oder ist das, habe ich jemanden vergessen? Ja, nö, also wir sind die, wo auf denen das jetzt momentan hauptsächlich liegt, genau. Wir fahren die Technik, wir haben am Anfang jetzt diese Welt gebaut, und ja, gucken jetzt, dass jetzt auch im Betrieb eben alles weiterläuft, wie es soll. Bevor irgendwas anderes jetzt zum Thema wird, ganz, ganz herzlichen Dank möchte ich dir sagen, dass du uns den Sendegarten so wunderschön auf diese Fläche gebaut hast. Also der ist ja einfach großartig mit Baum und Bänken und Feuer und allem drum und dran. Und das ist ein Ort, der sich schon verselbstständigt hat. Also ich bin da gestern auch mal vorbeigegangen, bin natürlich sofort in diese, also man muss vielleicht nochmal für die Hörenden sagen, sobald man sich einer Infrastruktur, also einer, sagen wir mal, einen Teppichboden, wenn man so will, wenn man da also quasi auf so einen Teppichboden geht, dann geht eine zusätzlich zu dem, was man da schon hat, geht eine Videokonferenz auf in einem Jitsi. Und dann sind alle Menschen, die da auf diesem Teppichboden stehen oder wie auch immer, was das jetzt gerade ist für einen Boden, also der so eingezeichnet ist, die sind dann gemeinsam in dieser Videokonferenz. Das ist eine zusätzliche Technik, wenn man sich auf der sonstigen Karte begegnet, gehen immer so 2 bzw. 3 Personenkommunikationskanäle auf. Aber wenn man sich auf so einem Teppichboden trifft, dann geht eine Jitsi-Konferenz auf mit beliebig vielen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann hat man da so eine ganze Horde. Und das ist mir gestern passiert. Ich bin also auf diesen eingezeichneten Sendegarten gegangen, also quasi auf den Teppichboden Sendegarten, und war dann plötzlich in einer Konferenz mit 15 Leuten oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ist aber blöd, jetzt, ich würde ja gerne mit meinem Männchen hier weitergehen, aber gleichzeitig mit euch reden. Und dann haben wir gesagt, ja, gar kein Problem. Wir haben das hier alles schon irgendwie, die Konferenz, also man hat quasi herausbekommen, dass man auch unabhängig von dem Ort des Aufenthalts seines Avatars in dieser Konferenz sein kann. Man musste dann eine spezielle URL benutzen, und dann ging das halt auch. Also und dann habe ich nur so ganz kurz vorbeigeguckt, gesehen, wieder so ganz viele Menschen. Das heißt, dieser Sendegarten, den du da gebaut hast, ist ein Magnet für alle möglichen Menschen. Und gerade jetzt habe ich auch gehört oder gelesen, sitzen Menschen im Sendegarten und hören den Sendegarten. Das ist also ziemlich verrückt alles. Ganz genau. Großartig. Und ganz herzlichen Dank, dass du dem Sendegarten da so viel Ehre erwiesen hast. Ja, also wir haben ja versucht,
das Sendezentrum im Prinzip aus Leipzig einigermaßen nachzubauen, dass es einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat. Wir haben ja oben, wenn man reinkommt, die Projekttische. Wir haben vorne am Eingangsbereich sozusagen den Podcast-Patinnen-Tisch, wo auch ein großes blaues Infoschild leuchtet, wo man eben, der eigentlich auch mehr oder weniger durchgängig besetzt ist, wo immer jemand sitzt, der Neulingen oder anderen Leuten, die eben aus anderen Assemblies zu uns kommen, erklärt, um was es hier geht, wenn die Hilfe brauchen, mal einen Podcast aufnehmen wollen oder so, was da ist. Wir haben einen Workshop-Raum, wir haben theoretisch ein Hörersofa, das kommt jetzt nicht so zum Tragen, und wir haben die Bühne nachgebaut. Und in der Mitte war noch Platz, und in der Mitte steht halt auch in Leipzig der Sendegarten, und dann habe ich den natürlich da auch entsprechend hingesetzt. Und jetzt im Moment sitze ich natürlich mit meinem Avatar brav auf der Gartenbank, bin auch in dieser Jitsi-Konferenz gemutet drin und bin dann mit Studio Link noch mit euch verbunden, habe jetzt hier noch einen IRC-Chat und einen Rocket-Chat offen. Mir platzt irgendwann der Kopf, aber es funktioniert alles. Ja, genau. Es platzt einem irgendwann der Kopf vor lauter Kommunikationskanälen. Ich bin schon komplett überfordert zu der Map, dann noch diese Jitsi-Konferenzen und irgendwie zwei, drei solche Sachen gleichzeitig irgendwie auf dem Bildschirm zu managen. Und wenn ich höre, was ihr alles noch macht, ihr Technik-Fuzis, Entschuldigung, ich sag das mal so ein bisschen despektierlich, aber ihr habt ja irgendwie 5 oder 7 Kommunikationskanäle gleichzeitig, da wird man doch ein kleines bisschen verrückt, oder? Also ich habe das auf 3 Rechnern hier laufen, ne? Also nicht auf einem Bildschirm funktioniert das nicht mehr. Also ja, genau. Wäre man dann komplett lost. Ja, das war übrigens einer der schönsten Zitate in dieser ganzen Vorbereitungszeit. Es muss irgendwann letzte Woche gewesen sein, so kurz vor Weihnachten. Halt irgendwie so auch ein weiteres dieser vielen Online-Meetings mit Videokonferenz und so. Und meinten dann, okay, dann kommen wir jetzt hier langsam zum Ende, hatten noch mehr Fragen. Und jemand meinte dann, ich wäre hier schon längst raus, wenn ich den Tab wiederfinden würde. Ich muss so lachen. Großartig. Das ging mir vorgestern war das, hatten wir zu zweit da drauf geschaut, meine Frau und ich haben gemeinsam davor gesessen und wir hatten wir haben an irgendwas gehört und plötzlich sprach noch irgendein zweiter dazu. Da wurde nämlich auf einem dahinterliegenden Tab wurde dann plötzlich auch gesprochen und das war relativ laut im Verhältnis zu dem anderen. Das war unangenehm. Da habe ich mich bemüht, ganz schnell zu finden, wo kommt denn jetzt dieser Ton her, die Quelle? Und das hat trotzdem so lange gedauert, weil ich durch alle Tabs durch musste. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass man irgendwie einfach nicht mehr rausfindet aus dem Ganzen. Gelegentlich habe ich glaube, das habe ich schon dreimal gemacht, habe ich einfach alles zugemacht und wieder von vorne angefangen. Das geht natürlich auch. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, sicher. Und zwar, Sascha, du hast ja, wenn du da ganz viel eben gepixelt hast für die Map vom Sendezentrum, also in unseren Überlegungen war ja mal, wenn wir den Leuten jetzt was geben, wo sie selber mitgestalten können und selber ihre eigenen Maps bauen und zur Chaos Experience quasi beitragen können, ihren jeweils eigenen Teil, dass wir die Menschen dann halt auch schon im Vorfeld abgeholt kriegen, dass sie da halt irgendwie mit Begeisterung reingehen und sich halt einfach integriert fühlen in dieses ganze Konstrukt und halt auch in diese ganze Veranstaltung. Und die Frage ist, hat das funktioniert? Ja, bei mir im Endeffekt schon, weil ich kannte jetzt natürlich dadurch das Work Adventure relativ gut. Ich wusste, dass man mit Shift schnell laufen kann. Ich wusste, wo man, wie man steuert. Das mit dem Firefox mit zweimal in die gleiche Richtung tippen, das habe ich jetzt neu gelernt. Aber ich war natürlich jetzt eigentlich nur im Sendezentrum unterwegs. Das, was ich da gebaut haben, oder das, was wir da zusammengebaut haben, das Hauptsendezentrum hatte hauptsächlich der Simon gebaut. Ich weiß nicht, wer ihm da noch geholfen hat. Also ich möchte jetzt auch nicht so darstellen, wie wenn ich das gemacht hätte alles. Da haben noch deutlich mehr Leute mitgeholfen. Wie gesagt, den Simon und den Tom habt ihr schon erwähnt. Die haben sicherlich da das meiste gemacht. Bestimmt noch viele andere, die ich jetzt nicht aufzählen will, weil es irgendjemand vergessen muss, sonst auf jeden Fall. Aber klar hat man sich dann schon mehr dran gewöhnt oder war dann schon mit vertrauter.
aber hat bei mir dann auch dazu geführt, als es dann wirklich losging, war ich noch hier mit Stream und anderen Sachen beschäftigt. Und als ich dann das erste Mal dann wirklich drin war, musste ich mir dann von anderen Leuten auch erklären lassen, wie ich zum Sendezentrum komme, weil ich natürlich da den Überblick natürlich auch nicht hatte und die Lobby-Gegenden ja auch nicht kannte. Was ich halt gesehen habe, ist, dass ganz viele Menschen sehr, sehr kreativ geworden sind, eben bei dieser Gestaltung dieser Maps. Entweder eben das nachzustellen, was es eben vom physischen Kongress vorher eben bekannt war, oder halt auch was wie die eigenen Hackspaces zum Beispiel. Jemand hat für die Privacy Week das Volkskundemuseum hier in Wien nachgebaut, wo halt die physische Privacy Week sonst auch immer war. Also mit ganz viel Liebe zum Detail. Und es war ganz, ganz schön zu sehen, wie kreativ die Leute alle geworden sind und sich dann halt da auch wirklich reinsteigern konnten und eben in dieser Vorbereitung mit drin hingen. Ja. Und ja, es gab ja auch klare Vorgaben, ne? Man musste genug Exit-Schilder aufhängen und Feuerlöscher verteilen und sowas. Hab ich gehört. Natürlich, alles B1. Ich glaube, das Zert hat übrigens eine Quest, da kann man auch eine Badge für bekommen, wenn man den Feuerlöscher mit dem abgelaufenen Datum findet. Oh, okay. Okay, ja, ich hätte irgendwas mitbekommen von Feuerlöscher und gestern bei meinen Irrläufen, da habe ich zumindest, wenn ich an einem Feuerlöscher vorbeigekommen bin, bin ich mal auf den draufgegangen, gedacht, vielleicht tut sich ja irgendwas, aber das waren alles, also da hat sich nichts bewegt. Wahrscheinlich war ich dann bei den Falschen gelandet. Ich glaub, darf ich vielleicht auf die Frage noch ergänzen, wie war das mit der... Ja, sagen wir mal, mit der Bewegung, die dadurch ausgelöst worden ist. Ich bin vom Simon relativ früh angesprochen worden, ob ich nicht bei den Orga-Talks dabei sein wollte, würde und vielleicht auch irgendwie ein bisschen was mitgestalten. Ich bin bis auf einmal, glaube ich, dabei gewesen jeweils, das war mittwochsabends, immer eine Stunde, aber ich war einfach so müde am Ende dieses letzten Jahres, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich kann nicht wirklich sinnvoll mitwirken und ich kann mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, was daraus eigentlich werden soll. Also ich hatte mein Hirn, meine Fantasie war einfach nicht ausreichend, mir vorzustellen, was passiert dann und wo kann ich mich überhaupt sinnvoll einbringen. Deswegen finde ich das so großartig, dass der Tom und der Sascha offenbar dieses Hindernis übersprungen haben und gesagt haben, ja, wir wissen zwar auch nicht, worauf das hinausläuft, aber wir machen einfach mal. Also das wollte ich nochmal positiv hervorheben. Das großartig. Ist aber super, da sitzen wir alle in einem Boot. Wir wussten auch nicht, ob das so genau. Also es ist halt diese vage Vorstellung von, so stellen wir uns das so grob vor, halt auf der einen Seite eben diese Plain UI mit diesen, wo man halt die Infos hat und die Assembly-Liste, wo man zum Stream kommt und so weiter. Ne? Also wo es halt auch die Möglichkeit gibt, übrigens so wie beim Podstock, sich so einen Big Blue Button Raum zu klicken. Also das ist so quasi der ganze barrierefreie Teil auch oder barrierearme Teil. Das halt auch Menschen, die in dieser 2D-Welt vielleicht gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen partizipieren können, dass auch die Möglichkeit haben, an solchen Gruppengesprächen und so weiter und Workshops und allem teilzunehmen. Und auf der anderen Seite eben diese 2D-Welt daneben gestellt. Und also vage Vorstellung, wie das Ganze am Ende tatsächlich aussieht, werden wir dann sehen. Und aber es ist sehr, sehr unglaublich toll zu sehen, was die Menschen jetzt dann halt auch wirklich gerade draus machen. Ja. Was ich bei diesen Orga-Talks immer, wo ich immer ganz schnell ausgestiegen bin, ist, wenn der Sascha mit dem Tom und dem Simon darüber diskutiert haben, wie man denn jetzt eigentlich die Sendungen sozusagen, also da sitzen halt Menschen zu Hause im Wohnzimmer und sprechen in ihr Gerät hinein und das kommt ja dann irgendwie, wo auch immer, im Sendezentrum an und muss von da aus dann wieder über einen gemeinsamen Kanal mit Ton und Bild nach außen gehen. Und das sind so mehrere Ebenen. Ich habe das immer nie verstanden. Sascha, kannst du das vielleicht für die Technik-Gourmets nochmal richtig schön darstellen?
Ich versuche so einfach, wie ich es kann. Wir haben in Ulm einen Rechner stehen, einen zentralen Rechner, einen physikalischen Rechner mit einer relativ guten Grafikkarte, weil wir relativ schnell gemerkt haben, diese Videostreams brauchen eine ganze Menge Rechenleistung. Und wenn man da, wenn man das in der CPU machen muss, im normalen Hauptprozessor, dann funktioniert es nicht so gut. Das heißt, der Tom hat da einen relativ starken Rechner organisiert. Den hat er in Ulm in ein gut angebundenes Rechenzentrum gestellt. Und darauf haben wir dann unseren Streaming-Rechner, wir nennen ihn Hans, installiert. Da läuft ja, es sollte doch einen zweiten noch geben oder gibt noch einen zweiten, einen Backup-Rechner, ne? Genau, der sollte Greta heißen. es gibt Greta auch, also von Hänsel und Gretel quasi, Hans und Greta. Nur ist der nicht komplett fertig eingerichtet, wir sind einfach nicht komplett fertig geworden. Ja, Moment, dann müsste Greta hinten aber E heißen. Ich dachte, das wäre eine Hommage an so eine schwedische Aktivistin vielleicht. Ja, das haben wir dann danach mehr oder weniger so draus gemacht. Also eigentlich, er heißt ja auch Hans und nicht Hänsel, also von dem her, ja. Okay, ja, das war ganz also ganze Hans Bedeutung. Und Greta, die beiden leistungsfähigen Rechner, der Server, so. Genau. Ich rede mal nicht mehr dazwischen, das wird nicht besser. Nein, gerne. Ich merke schon. Genau. Und der steht also in Ulm im Rechenzentrum und da läuft erstmal ein normales Reaper Ultraschall drauf mit Studio Link, dass wir unseren Ton reinkriegen, weil wir gesagt haben, natürlich als Podcaster, die meisten Podcaster benutzen Studio Link. Da bekommen wir den Ton einfach in der besten Qualität rein und für Podcasts beziehungsweise auch für die Videos eigentlich das Wichtigste ist ja ein sauberer Ton. Wenn das Bild ein bisschen wackelt oder so, damit kann man eher leben, wie wenn der Ton dauernd knackst. Und dazu kommt dann eben, weil wir noch Bild brauchen und das Ganze auch ans VOG schicken müssen, da gibt es eine Software, die nennt sich eben OBS Studio. Das ist auch eine Open Source Software, gibt es auch für alle Plattformen, also Windows, Linux und Mac. Wir verwenden hier wegen Ultraschall ein Windows-Rechner. Sag das doch nicht so traurig, also bitte. Ich habe hier beide stehen. Ich bin beruflich und privat eigentlich relativ viel in der Windows-Welt zu Hause. Ich habe damit kein Problem. Genau. Also nur der Vollständigkeit halber. Ja. Und von diesem OBS gibt es da eben Einstellungen vom VOG. Da kriegt man dann Zugangsdaten. Dann kann man das eintragen, dass sozusagen aus dieser Videosoftware, aus diesem OBS-Studio, das, was man da dann als Bild hat, zum VOG gesendet wird. Das heißt, wir haben jetzt Ton von den Podcastern zu Hans. Von Hans können wir Video und Ton zum VOG schicken. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Video von den Vortragenden bis nach Ulm zu unserem Hans. Und das hat sich etwas schwieriger gestaltet. Da ist dann so ein Tool aufgetaucht, dieses Ninja-Tool, das hörte sich erstmal gut an, wurde dann auch implementiert und überall getestet. Und kurz vorher hieß es, naja, das können wir nicht nehmen, weil das VOG das selber gehostet hat und dann aber festgestellt hat, dass da eben noch Programmteile drin sind, die irgendwelche Google-Server benutzen. Dann haben zwei Teams des VOGs wirklich Respekt an diese Teams, das unabhängig voneinander sozusagen nochmal neu programmiert. Die sind beide so halbfertig geworden. Wir benutzen jetzt deswegen nicht das, sondern als Ausweichlösung ein Jitsi normalerweise, wie wir es normal kennt. Weil das einfach für uns das Einfachste ist. Da können dann, wenn es zwei oder drei Podcaster sind, die kriegen von uns einen Jitsi-Raum zugewiesen. Und dieser Jitsi-Raum wird sozusagen im OBS abgefilmt. Also jetzt nicht mit einer physikalischen Kamera, sondern da läuft ein Browser virtuell in diesem OBS-Studio. Der wird abgefilmt, da wird dann noch ein bisschen Magie draufgeworfen, dass die Einblendungen, die das Jitsi sonst so macht mit auf der Seite, wer spricht gerade, dass ich auflegen kann, die Telefonhörer, ein stummer Teilnehmer, der das ja abfilmen muss, der muss ja auch ein Teil des Jitsis sein, das wird alles eben ausgeblendet und das Bild kommt dann eben auch in dem OBS, ist ja dann auch schon in dem OBS, das wird dann in dem OBS zusammengemischt und geht dann zum VOG und der Rest macht dann das VOG für uns. Und darüber kommt es dann eben zu den Zuschauern nach Hause.
wie schafft ihr das denn, dass das lippensynchron ist? Also bei der Eröffnungsfeier, die ersten 5 Minuten, glaube ich, da lief das so ein bisschen auseinander. Und da habe ich noch gedacht, naja gut, kann man auch verstehen, wenn das auf so unterschiedlichen Kanälen läuft, ist das ja auch schwierig. Wie macht ihr das denn konkret? Wir haben einfach Glück, sage ich mal. Studio Link ist sehr latenzarm und auch das Jitsi ist einfach von der Latenz so gering, dass es einfach passt. Also wir greifen da nicht mehr irgendwie ein. Es gäbe die Möglichkeit wohl auch, Ton versetzt zu senden, um die Synchronität wiederherzustellen, haben wir aber nicht gebraucht. Also wir kommen da so klar. Also wir haben einfach Glück in dem Fall. Ja, ihr nehmt quasi das, was also die Natur euch vorgibt sozusagen. Genau. Sebastian, als Experte, was sagst du denn zu dieser Leitung, zu diesem, was sie da gebaut haben? Ja, das ist im Prinzip so die Möglichkeiten, die man heutzutage da hat. Also, dass man versucht, irgendwie das Videosignal aus dem Browser abzugreifen von der Videokonferenz und das dann versucht, mit in so einen Stream reinzuweben. Ne? Also so ähnlich haben wir es ja auch beim Remote Podstock gemacht. Da haben wir nicht ganz so viel mit Video gemacht, weil das auch war auch ein bisschen, also die meisten haben sich dann natürlich auch über Studio Link und Audio-Only-Verbindungen oder voraufgezeichnete Formate hatten wir auch noch dabei, dazu eingeklinkt und das ist natürlich auch, ich habe auch immer das Gefühl, wenn Video dazu kommt, das ist halt auch immer eine Komponente mehr und das macht dann natürlich auch alles sehr schnell komplex für alle und das ist natürlich schon einfacher, also das habe ich beim Remote Podstock auch gemerkt, wenn man sich jetzt wirklich nur auf Audio konzentrieren muss, dann fällt schon mal vieles weg, was man sonst bei Video natürlich dann noch mit dem Lippensynchronität oder dass das Bild stockt oder dass das irgendwie gequetscht aussieht, weil das Bildformat nicht zueinander passt und oder es rekodiert wird oder die CPU-Last ist zu hoch, also Video kann da, wie der Sascha schon sagte, schon sehr schnell auf die CPU-Last gehen, wenn das quasi die CPU übernehmen muss, das Enkodieren und Dekodieren. Und ist natürlich auch vom Upstream, also von der Bandbreite her, eine ganz andere Herausforderung. Wenn also die Leitung eh schon bröckelt, dann wird das mit Video nicht gerade besser. Das ist dann auch natürlich ein Problem. Aber ja, was sind eure Erfahrungen, Sascha, so? Jetzt nach, was sind denn das jetzt, zwei Tage? Ja, fast drei jetzt. Fast drei, ja. Hat alles eigentlich recht gut geklappt. Wir hatten dann gestern, wo wir dich noch zur Hilfe geholt hatten, nicht ganz erklärlichen Zwischenfall. Da ist uns irgendein Zwischentreiber, den wir für die Verbindung zwischen OBS und Studio Link oder zwischen OBS und Reaper reingebaut hatten, hat da Ärger gemacht. Plötzlich nach der lief jetzt 1,5 Wochen im Test und 2 Tage im Produktivbetrieb problemlos durch und plötzlich hat er eben Ärger gemacht. Aber sonst haben wir eigentlich, läuft es relativ gut mit dem Setup, was wir jetzt haben. Was wir halt nicht hatten, wo wir lange dran gefeilt haben, was wir dann aber wirklich aufgeben mussten, ist ein Rückkanal wieder aus OBS in Studio Link. Also wir hätten jetzt ein Problem, wenn jemand ein Sprecher kann sich ja auch zusätzlich, da benutzen wir dann auch dieses Ninja-Tool, eben sein Screen teilen, also entweder für Folien oder für eine Präsentation oder für eine Live-Vorführung. Und wenn da Ton drin ist, den würden wir momentan nicht zurückbekommen zu Reaper. Das heißt, der würde im Studio-Link On-Air-Stream fehlen, der würde in der Reaper-Aufzeichnung fehlen. Da haben wir noch relativ lange probiert, das zu machen. Das ist schiefgegangen, aber sonst funktioniert das Setup, was wir so haben, einigermaßen oder sehr stabil jetzt eigentlich. Das ist doch schön. Und es gab keinen Moment, wo du gedacht hast, oh Gott, jetzt bricht mir hier der Schweiß aus und jetzt müssen wir irgendwie zaubern? Na, wie gesagt, gestern, wo wir dann Sebastian gebraucht haben, da musste leider der Katalonien-Podcast vom Sealight auch ausfallen. Den hat er jetzt heute als Crossover nochmal in einer anderen Form gehalten. Aber den mussten wir tatsächlich komplett absagen. Da haben wir schon kurz geschwitzt, weil da ging halt gar nichts mehr. Da war das Audio einfach überhaupt nicht mehr zu gebrauchen plötzlich. Sonst im Vorfeld, natürlich waren wir nervös. Man hat alles getestet, aber dann kommen wieder Sachen, dann probiert man wieder was aus, denkt, alles funktioniert und plötzlich ist kein Ton mehr auf dem Stream. Ja, also man muss auch sagen,
wir hatten natürlich auch gedacht, dass wir nicht alle Sendungen selber steuern, sondern dass wir vielleicht auch Engel einschalten. Das heißt, da haben wir dann probiert, den Engeln möglichst leichten Zugriff zu geben. Auch da haben wir, das hatte zwar funktioniert, hat sich dann aber auch nicht als so praktikabel herausgestellt. Das heißt, technisch machen wir es jetzt so vom Ablauf. Wir wählen uns selber per Studio Link auch mit in die Konferenz ein, sprechen dann mit den beteiligten Podcastern ab und muten uns dann in dem Moment, wo die Show beginnt, bleiben dann meistens im Studio-Link-Call mit drin, einfach gemutet. Und dann können wir auch relativ schnell eingreifen, wenn was wäre, und würden es auch relativ schnell merken. Ja, ich habe das, die Suche nach Engeln, mitbekommen, aber wo du dann sagtest, man muss nur an 5 Stellen was einschalten, dann funktioniert es schon. Da war ich für mich komplett raus. Habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich meine, 5 Schalter zu finden und drauf zu drücken ist das eine, aber was machst du, wenn dann irgendwas nicht mehr läuft? Also beim besten Willen, da fehlt mir das Zutrauen in mein eigenes Tun. Und es tut mir echt leid, dass ich euch da nicht näher unterstützen kann, aber da hätte ich viel zu viel Schiss, was kaputt zu machen und den anderen da die Aufnahme zu ruinieren. Ich glaube, ich habe gestern schon, als ich in dieses vorhin schon erwähnte Miro-Tool, wo man da so diesen Adlerblick bekommt, ich glaube, ich habe da schon irgendwie die Grafik verschoben, ohne dass ich das wollte. Wahrscheinlich haben auch welche im Hintergrund geschäumt vor Wut, weil sie sagen, dumm User, schmeiß sie raus, ich sollte die Finger von solchen Sachen lassen. Aber dafür ist ja letztendlich die RC3 auch eigentlich wieder da, ne? Also auch für dieses, wir experimentieren da jetzt einfach mal mit. Das Ganze ist halt tatsächlich hochexperimentell, das haben wir auch seit Anfang an immer dazu gesagt, also jetzt für die gesamte Veranstaltung, ja. Und ja, natürlich werden Fehler passieren. Das ist vollkommen normal, dass das so ist. Und wenn sich irgendwer irgendwo verklickt, dann ist das halt so, weil die einzige Möglichkeit, keine Fehler zu machen, ist, nichts zu tun. Und das ist, dafür sind wir alle nicht hier. Ja, und das ist so ein, dann probieren wir jetzt halt einfach mal was Neues aus. Und das Level an Professionalität, was man ja rund um den physischen Kongress jetzt halt auch über die letzten Jahre überall gesehen hat. Das ist unglaublich beeindruckend, atemberaubend und teilweise auch wirklich beängstigend. Also das, was der Martin vielleicht auch gerade meinte, so mit dem, oh mein Gott, kann ich da überhaupt mitmachen? Am Ende mache ich was falsch. Und da jetzt dann halt auch, 2020 hatte so viele Bruchkanten, haben wir noch eine weitere hinzugefügt und gesagt, nee, ist okay, dann geht halt was nicht. Ja, das ist völlig in Ordnung. Und da halt auch immer wieder so ein bisschen mehr Lockerheit, nicht nur uns selber, sondern auch den Leuten zu erlauben, die sich vielleicht sonst nicht getraut hätten, irgendwo mitzuhelfen und anzupacken und dazuzukommen. Und notabene, es sind unglaublich viele Frauen und non-binary, nicht weiß, cis-männliche Personen, in dieser Orga, in dieser Vorbereitung, in all den Teams jetzt dazugekommen, die Sachen einfach gemacht haben, wo Männer, die es vielleicht vorher mal gemacht hatten oder wo jetzt auch einfach neue Stellen entstanden sind, diese Stellen einfach gerade ausfüllen und das mit so einer Bravour und so einem Teamgeist wirklich alles zusammenhalten, es ist unpackbar cool. Und also ein ganz, ganz großes Shoutout an all die nicht männlich weißen Teammitglieder der RC3. Ihr seid großartig. Die Jungs auch, aber das verdient meines Erachtens ein extra Shoutout. Und halt vor allem auch, was ich gerade meinte, dieser ganze Teamgeist, der da mitgebracht wird. Die Hexen-Mailing-Liste hat uns an so mancher Stelle den Hintern gerettet, wenn Not an Person war. Und es ist einfach nur unglaublich toll, weil wir uns dadurch halt auch wieder sowohl Fehlerkultur als auch ein bisschen Lockerheit, ein bisschen wieder mehr erarbeitet haben. Das ist
Das sind wunderschöne Worte, Claudia. Aber genau, ich merke schon, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, boah, die sind alle so gut, egal ob Frau, Mann oder Binary oder Non-Binary oder was auch immer, von welcher Art, da kann ich überhaupt nicht, da finde ich gar keinen Anknüpfungspunkt. Also das ist schon, da muss man schon ein bisschen Mut zusammennehmen und sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal. Den hatte ich gerade mal nicht. Ja. Mir wurde mal gesagt, Mut kann man nicht kaufen. Und das ist eine Sache, viele Leute, die jetzt auch gerade in diesem ganzen großen Experiment mithelfen und mitarbeiten, entweder in den Teams oder halt auch jetzt in all den Assemblies und einfach mal machen, die machen halt einfach gerade mal und gucken, was passiert. Ja, also es gab auch für mich immer und immer wieder und jetzt auch noch während der Veranstaltung so viele Momente, wo ich vor allem auch an mir selber zweifle und mir denke, ich bin da absolut ungeeignet für. Ich kann das alles gar nicht, was ich hier mache, und spätestens in 10 Minuten kommen alle Leute drauf und verdammt, das eine da vorhin hätte ich vielleicht anders formulieren sollen in dem Gespräch mit XY, was auch immer, ja. Das ist einfach gerade ein ganz, ganz großer Lernprozess mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr steilen Lernkurven. Nicht nur für mich, aber halt wahrscheinlich auch für ganz, ganz viele andere Leute. Und das dann wirklich ein bisschen über den eigenen Schatten springen und uns halt einfach machen. Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich hatte bis vor Anfang Dezember auch keine Ahnung von OBS, sehr wenig Ahnung von StudioLink und Reaper. Bin da immer noch weit weg von einem Experten, aber da sehr viel gelernt, VOG-Anbindung, Videos fürs VOG-Schneiden, Videos zum VOG-Hochladen, da danke nochmal an, speziell an Andi und alle anderen vom VOG, die uns da unterstützen. Also das sind auch Sachen, die hätte ich im November nicht gedacht, dass ich die jetzt im Dezember tun werde. Ich hatte Anfang des Jahres nicht die geringste Ahnung, dass ich überhaupt jemals irgendwas in dieser Art tun würde. Also wirklich nicht. Und ja, es ist 2020 hat sehr viele, sehr unerwartete Wendungen genommen. Und wie gesagt, viele sehr steile Lernkurven, und ich hoffe sehr, dass jetzt auch Tag 4 morgen noch gut über die Bühne oder die Bühnen gehen wird, über die ganzen Assemblies und alles, was es sonst noch so zu entdecken gibt. Und dass wir halt vielleicht auch uns ein bisschen was von diesem Spirit und von diesem Teamgeist und von all den tollen Leuten, die jetzt halt auch gerade neu dazugekommen sind, uns irgendwie halt ins nächste Jahr und darüber hinaus mitnehmen können. Das ist schön. Also auch schön, dass eben eine Nachwuchsgeneration da ist, also neue Leute, die dann einfach reinrutschen in Positionen, die vorher von anderen Menschen wahrgenommen worden sind, die jetzt aber aus welchen Gründen auch immer nicht mehr da sind, nicht mehr mitmachen können oder wollen oder sich andere Ziele gesucht haben. Das ist ja einfach toll, wenn das dann so funktioniert und nicht dann eine Idee oder irgendein Vorhaben, was man mal da war, dann einfach eine Idee quasi mitstirbt mit den Menschen, die dann nicht mehr da sind, sondern das anderes aufnehmen, vielleicht etwas anders machen. Ich musste ja so schmunzeln, als ich gestern, wie gesagt, in den Sendegarten, also in den virtuellen Sendegarten ging und dann sah, da hatten sich Leute einfach schon diesen Sendegarten unter den Nagel gerissen. Großartig. Also es ist einfach so, lebendig geworden, das Ganze. Da wartet keiner drauf, dass wir jetzt als Sendegärtner kommen und da irgendwas initiieren. Das macht das Volk einfach von alleine. Das ist total schön. Das ist wunderbar. Sowas. Lars, hast du noch vor, dich da so ein bisschen umzugucken? Bist du jetzt durch irgendeine Äußerung, die heute Abend hier gefallen ist, neugierig geworden? Ich war ja so oder so neugierig. Es hat nur einfach der Tag nicht zugelassen. Also bei mir ist privat jetzt eine Sache durchgestartet, die jetzt im Moment Aufmerksamkeit braucht. Das hat heute den Tag wieder erwarten ziemlich dominiert. Ich gehe davon aus, dass das morgen ein bisschen anders aussieht und dass ich morgen mehr Zeit haben werde, mich noch ein bisschen mit dem Kongress und der Welt dort zu beschäftigen. Es ist eben für mich diese Dauer-Video-Calls sozusagen, also
sind also eben auch in meinem Beruf sehr stark präsent und wenn in einem Gespräch viele durcheinander reden, kann ich sehr schlecht folgen. Das heißt, ja, ich steige da dann auch nach einer gewissen Zeit wieder aus. Aber mich umzusehen und Dinge zu entdecken und vielleicht auch noch das eine oder andere Gespräch zu führen, das steht für morgen auf meiner Liste. Ja, da hilft auf jeden Fall diese Funktion, die du auf, da, wo du deinen Avatar, nicht auf deinen Avatar, wo du dein Login, also auf der Login-Seite gibt's rechts oben mehrere Schaltflächen. Eines davon ist eine Rakete und wenn du da drauf gehst, kannst du sozusagen dein Profil so ein bisschen konfigurieren und da kannst du die Audio- und Videoverbindung zumindest auf der Fläche kannst du deaktivieren. Dann wirst du nicht von jedem angequatscht. Das ist sehr hilfreich, habe ich heute schon ausprobiert. Das ist zwar nicht sehr kommunikativ, gebe ich ja gerne zu, aber um sich nun mal in Ruhe umzugucken und das, was ich am liebsten mache bei einem virtuellen Kongress, einfach so rumschleichen und von außen mal so drauf gucken, so aus der Entfernung und mich dann so ganz langsam vortasten, das kann man dann auch, das geht also auch. Also ich glaube, wenn ich mich da drauf einlassen will morgen, dann glaube ich mit voller Kanone. Also da will ich mir ein paar Stunden Zeit nehmen und da mal herumstöbern und dann will ich auch quatschen. Das wird zwar jetzt dann auch keine tagesfüllende Angelegenheit sein und das, was im Moment anliegt bei mir, hat auch morgen noch so ein bisschen Arbeit für mich, aber ein paar Stunden sollten morgen auf jeden Fall drin sitzen. Und ein paar Dinge habe ich ja auch schon gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt gar nicht da war. Ja. Ja, man hat noch einen Tag Zeit, aber dann passiert das Unerwartete, was Claudia gestern in dem Talk mit Simon und dem David Negire erzählt hat. Es gibt eine Abrissparty. Diese ganze Remote Experience wird quasi gelöscht. Warum, Claudia? Die Überlegung ist halt, dass natürlich auch ein physischer Kongress irgendwann zu Ende geht und dann gibt es halt einen Abbau und dieser Abbau ist halt so schnell, wie die Engel halt sind. Und man kann dann halt auch nach dem Closing noch einen Moment da sitzen, aber irgendwann ist halt nun auch vorbei und auch dieses Internet, das hatten wir ja auch alle gelernt, das skaliert halt auch nicht unbegrenzt und auch nicht ewig. Aber, du hast das gestern noch gesagt. Du hast gestern so einen schönen Vergleich gehabt, weil es ja auch mal heißt, Internet ist im Platz. Ja, genau, Im Internet ist immer Platz, ist zwar nett, aber das Internet skaliert unendlich, ist quasi das Neue, der Strom kommt aus der Steckdose. Ja, genau. Sehr gut. Genau, sehr gut. Das heißt, das kann man sich alles ganz super toll vorstellen, wenn man jetzt so an Facebook und Google und sonst was denkt, die da halt einfach Milliarden drauf werfen, dass sie ganze Serverfarmen selbst betreiben. Ja. Wir machen das alles selber auf eigener Hardware oder halt auf gemieteter oder gesponserter Hardware. Und die Sache ist, die muss halt irgendwann auch zurückgegeben werden. Ja. Und da ist dann eine Sache, wir betreiben das halt auch alle ehrenamtlich und in unserer Freizeit. Und die Leute, die das halt alles betreuen, müssen auch demnächst mal wieder schlafen. Ja. Und deswegen, so schön das Ganze ist und so sehr wir uns halt alle auch wünschen, auch so ein physischer Kongress würde das ganze Jahr dauern. Wir wissen alle, dass wir spätestens nach 3 Wochen komplett platt wären. Deswegen wird halt auch, und letztendlich auch um diesen Eventcharakter zu behalten, und man soll ja auch immer aufhören, wenn es am schönsten ist und so, ne, wird auch diese RC3-Welt irgendwann abgerissen werden, also irgendwann schon demnächstisch. Und was wir natürlich auch allen Assemblies vielleicht nochmal mitgeben sollten, ist, nehmt eure Karten, ja, und wenn für den Fall, dass ihr selber kein Backup habt, wir machen keine, ja, wenn ihr eure Karten vielleicht nochmal wohin wegsichern möchtet, dann soll das Ganze schon auch so gedacht sein, dass ihr dann die Karten halt auch einfach selber hosten könnt und selber eure Spaces mit eurer 2D-Welt noch ergänzen könnt und so. Also das wäre natürlich auch schön, wenn dadurch das ganze Projekt, was dahinter steht, in dem Fall eben das Workadventure, wenn das halt dann auch noch einen entsprechenden Aufschwung bekommen würde. Genau.
Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar und außerdem bist du oder seid ihr damit natürlich auch in bester Kunsttradition, zum Beispiel von Christo. Der hat ja alle seine Kunstprojekte auch immer nur befristet gemacht und dann anschließend wieder zurückgebaut, was er da immer aufgebaut hat. Das ist das Gleiche, also quasi nach dem Christo-Prinzip. Das so kann man das auch sagen, sehr schön. Ja. Wir machen jetzt hier auch einen kleinen Abriss, also wir machen sozusagen, wir drücken auf den Knopf, aber wir löschen nicht, also wir speichern, aber wir beenden diesen Sendegarten. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses schöne Schlaglicht auf das, was gerade jetzt zurzeit passiert, was nicht der Chaos Communication Kongress in der 37. Ausgabe ist. Das hat man sich vorbehalten für den Fall, dass man mal wieder physisch zusammenkommt, aber es gibt etwas, was dem Wunsch nach Zusammenkommen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr, diesem Wunsch eine Heimat gibt, und das ist der RC3 Remote Chaos Experience, seine erste und wie es so schön heißt auf der Webseite, hoffentlich auch letzte Ausgabe, aber ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ah, wir auch nicht, aber weil ich auch schon gefragt wurde, was ist denn jetzt mit nächstem Jahr und überhaupt, es steht tatsächlich alles überhaupt nicht fest. Das können wir jetzt auch überhaupt gar noch nicht sagen. Also das müssen wir dann auch wirklich einmal beobachten, was wie dann letztendlich das Geschehen in der Welt ist. Ich glaube nicht, dass wir da vor dem Frühjahr irgendeine valide Aussage überhaupt treffen können. Aber ich glaube, das kann niemand irgendwo für irgendein Event nächstes Jahr. Na, ich denke, so Menschen wie Blubbel oder ihre Kolleginnen, die werden eine entsprechende Einschätzung geben können, ob es, sagen wir mal, sicher ist, eine Großveranstaltung zu machen und sich nur in Anführungszeichen mit einer harmlosen Kongressseuche anzustecken oder dann doch mit etwas, was gesundheitsgefährdender ist und man doch vielleicht auch im Sinne der Allgemeinheit davon Abstand nehmen sollte. Aber das wird die Zeit zeigen. Es gibt natürlich noch weitere Veranstaltungen, die übers Jahr gehen und die liegen teilweise eben auch schon in der ersten Jahreshälfte oder Anfang im Sommer beispielsweise. Ob es dieses Jahr ein Potstock geben wird, ist auch, also ich kann das nicht einschätzen. Siehst du schon irgendwie klar, Sebastian? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, also es wird wahrscheinlich wie 2020 laufen, dass wir wahrscheinlich so bis Ende April warten werden, auch beobachten werden und dann gucken, wie sich die Lage bis dahin entwickelt. Und dann ist so langsam der Zeitraum, wo wir halt dann sagen müssen, okay, also wir haben die Location gebucht, wir haben den Termin ja auf der Webseite, aber das ist alles nur mit Vorsicht zu genießen, genau aus den Gründen, dass wir natürlich auch nicht wissen, ob das dann wirklich stattfinden kann. Aber das wird dann so wahrscheinlich Ende April wieder passieren, dass wir uns dann ja hoffentlich ein bisschen klarer sehen, ob das vom Gefühl her funktionieren könnte oder ob das total absurd wäre, das dann zu dem Zeitpunkt schon zu veranstalten. Ja, man weiß es einfach nicht. Es gibt die Optionen vor Ort, hybrid oder digital oder gar nicht, aber gar nicht ist wahrscheinlich eher, kommt nicht so in Frage. Das hat Blubbel auch so schön bei der Eröffnung gesagt, nein. Wir sind das Chaos. Das kommt ja nicht in Frage, dass wir nichts machen. Da gibt es doch immer eine Lösung irgendwie. Und das fand ich auch sehr schön. Ja, danke. Ihr habt mir auch hier gerade große Freude gemacht und schön. Möchtest du noch was sagen, Claudia? Gerne. Nee, ich fand nur Blubbels Ausspruch mit, wenn diese Realität nicht performt, dann muss sie gehackt werden. Fand ich übrigens sehr, sehr schön. Und ich finde, vielleicht sollten wir uns das einfach so für 2021 alle direkt auf die nächste leere Klopapierrolle schreiben und über den Schreibtisch hängen oder so. Du bringst mich auf Ideen. Sehr schön, das kann ich aber tatsächlich mal machen. Dann habe ich auch was Praktisches dabei gesteuert. Super. Also, wenn diese Realität nicht performt, muss sie gehackt werden. Sehr gut. Okay, dann noch einmal ganz herzlichen Dank, vor allen Dingen aber ganz großen Dank an die Menschen, die wie Sascha im Maschinenraum stecken. Tom kann ich da erwähnen und den Simon. Ich weiß nicht, wer da vielleicht im Hintergrund noch die Strippen zieht. Das kann ja durchaus sein. Du hast ja gerade schon den Andi erwähnt und vielleicht sind da noch die ein oder anderen dabei. Notfallmäßig auch der Sebastian eingesprungen.
großartig, wie das immer alles funktioniert. Da stehe ich mal staunend davor. Danke euch allen, die ihr das möglich macht. Danke, dass ihr uns diese Experience ermöglicht. Ob ich nun hundertprozentig warm damit werde oder nicht, das ist ja ganz egal. Es ist auf jeden Fall ein Angebot, was ich zu schätzen weiß. Und ich wünsche mir und euch und vor allen Dingen auch dem Lars, der vielleicht morgen nochmal richtig einsteigen kann, dass es noch ganz viele spannende Dinge zu entdecken gibt. Dankeschön für heute. Dankeschön für alle, die hier zugehört haben und Menschen, die nicht dabei gewesen sind. Ich hoffe, wir haben ein ganz klein bisschen Einblick geben können. Es ist ein bisschen schwer, das aus der Entfernung zu begreifen. Das kann ich nachvollziehen, weil ich am Anfang auch erst so gar nicht wusste, worüber reden die eigentlich. Wenn man ein paar Stunden davor gehockt hat und mit seinem Avatar da irgendwie verloren gegangen ist, dann merkt man langsam, wie der Hase läuft und was eigentlich passiert und dann wird es ein bisschen klarer. Kann man nur sagen, beim nächsten Mal vielleicht dann einfach versuchen mitzumachen, dann also dabei sein, erklärt eine Menge. Und ansonsten einfach nur staunen, was hier passiert. Okay. Okay, dann danke ich nochmal. Möchtet ihr noch irgendeinen letzten netten Satz sagen? Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Ja, ich möchte auch natürlich allen nochmal danken, die das möglich machen und es gibt ja auch mal manchmal Gegenstimmen, aber das ist leider so, also da gibt es auch verschiedene Prinzipien, überall wo Gutes getan wird, gibt es dann auch negative Kritik, das passiert einfach, nehmt euch das nicht so zu Herzen und ihr macht tolle Sachen und macht weiter so. Gebe ich gerne weiter an alle. Also ich finde es großartig, was man dort eben in dieser Zeit auf die Beine gestellt hat und wenn es am Anfang so ein bisschen geglitscht hat. Ich glaube, es gibt kaum ein Projekt dieser Größe, wo es nicht irgendwelche Glitches gibt und ich bin der absoluten Überzeugung, dass das phänomenal ist, so etwas auf die Beine zu stellen und ich freue mich drauf, dann hoffentlich morgen noch ein bisschen genauer mich umzusehen und Dinge zu entdecken. Also ich hörte von den Labyrinthen, 2 habe ich bislang entdeckt, da muss ich also nochmal spielen, bei den Hexen soll es ganz toll sein und so weiter. Ich bin sehr gespannt drauf. Super. Ich kann aus dem Chat noch berichten, der Westkirchen-Andi hat, während wir gesprochen haben, den Feuerlöscher gesucht mit dem abgelaufenen Datum und er hat ihn gefunden und ich sag jetzt nicht die Zahl, womöglich ist das ein Gewinnspiel oder so, aber es ist aus dem letzten Jahrtausend tatsächlich. Großartig. Okay, jetzt machen wir aber wirklich Schluss und dann wünsche ich euch allen, also euch Sendegärtnern, dem lieben Sascha, dem Schiller, 79, sagen wir noch dazu, falls sich jemand erreichen möchte auf Twitter, ein Dankeschön dafür, dass du hier auch erzählt hast, dass du dabei gewesen bist hier heute Abend. Und ich wünsche uns allen ein gutes Ende dieses komischen Jahres 2020 und vielleicht ein etwas besseres 2021. Aber da heute schon wieder ein Erdbeben irgendwo gewesen ist, habe ich das Gefühl, die schlechten Nachrichten werden uns begleiten. Trotzdem, wir halten den Kopf oben, macht es gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss allerseits.